Der Equalizer ist eines deiner wichtigsten Werkzeuge, wenn es ums Abmischen geht, aber zusätzlich ist es auch, vielleicht neben dem Kompressor für Anfänger, eines der zu am schwierigsten verstehenden Tools. Deswegen möchte ich heute einen anderen Ansatz ausprobieren. Anstatt dich jetzt mit extrem ausführlichen Erklärungen nur noch mehr zu verwirren, möchte ich dir den Equalizer jetzt in nur 10 Minuten so erklären, dass du ihn verstehst und auch direkt auf deine Projekte anwenden kannst. Zunächst mal, was macht man mit einem EQ? Grob gesagt kann man sagen, dass jeder Sound aus einem Mix von verschiedenen Frequenzen besteht. Und mit einem Equalizer kannst du jetzt die Balance dieser Frequenzen verändern. So kannst du zum Beispiel einen Sound heller, dunkler oder satter, also kräftiger gestalten. Oder du kannst unangenehme Eigenschaften eines Sounds, wie zum Beispiel etwas Klirrendes, Kreischiges oder Mumpfiges, absenken. Schauen wir uns jetzt als nächstes mal die gängigsten EQ-Filtertypen an. Meistens benutzt man als erstes einen High- oder einen Low-Pass-Filter. Diese Filterart ist eine ziemlich einfache, aber auch aggressive Form von EQ, denn es schneidet einfach eine Frequenz über oder unter einem bestimmten Punkt komplett ab. Als nächstes haben wir die Shelving-Filter, auch die können wir oben im High-End oder unten im Low-End ansetzen. Zu Deutsch haben die auch den lustigen Namen Kuhschwanzfilter. Mit den Shelving-Filtern kannst du also nicht nur eine Frequenz ab einem bestimmten Punkt abschneiden, sondern du kannst einen kompletten Frequenzbereich ab der von dir gesetzten Frequenz anheben oder absenken. Dann haben wir noch den Bell-EQ oder zu Deutsch Glockenfilter. Mit dieser Filterform kannst du mehr im Detail und kontrollierter in einen bestimmten Frequenzbereich und auch in kleinere Frequenzbereiche eingreifen. Zu guter Letzt haben wir noch den Notch oder den Kerb-Filter. Das ist ein sehr spitzer Filter, mit dem du meist sehr chirurgisch genau unangenehme Frequenzen absenken kannst. Als nächstes möchte ich dir einen kurzen Einblick über die einzelnen Frequenzbereiche geben und was für Klangcharakteristiken diese Frequenzbereiche haben. Hier muss ich noch ganz kurz dazu sagen, dass es keine allgemeingültige Regel gibt, wo ein Frequenzbereich anfängt und wo der andere aufhört, beziehungsweise wie diese Frequenzbereiche bezeichnet werden. Ich zeige dir jetzt einfach, so wie ich es gelernt habe, nach meinem Verständnis und so lassen sich meines Erachtens die Frequenzbereiche auch am besten einteilen. Wir fangen an mit dem Sub-Bass-Bereich. Der ist so zwischen 16 und 60 Hertz. In diesem Bereich werden die Töne meistens mehr gefühlt oder wahrgenommen, als dass sie tatsächlich gehört werden. Wir machen weiter mit dem Bassbereich. Der befindet sich zwischen 60 und 250 Hertz. Und hier befinden sich ja oft die Grundtöne von den entsprechenden Akkorden des Songs. Get your birthday every year, ignoring every tear inside. Machen wir weiter mit den Tiefmitten, das sind so circa zwischen 140 und 1000 Hertz. Hier findest du die harmonischen Klänge, die oftmals den Klangcharakter eines Instruments definieren. Watch the game and drink your beer, pretending you're not here like him. Machen wir weiter mit dem Hochmittenbereich, der befindet sich zwischen 1 und 4 kHz. Im Hochmittenbereich findest du Frequenzen, die deinen Mix klarer und transparenter erscheinen lassen können. Kommen wir zum Präsenzbereich zwischen 3 und 6 kHz. Im Frequenzbereich kannst du Elemente, insbesondere die Vocals, näher und eindrucksvoller an den Zuhörer heranholen. Zu guter Letzt kommen wir noch zum Höhenbereich, der so ab 6 oder 8 K losgeht. Hier findest du zum Beispiel das Zischeln der Becken oder Anblasgeräusche von Bläsern und du kannst auch deinem Komplettmix hier den Popglitzer verleihen. Aber Vorsicht hier, zu viel des Guten kann deinen Mix klirrend und fürs Ohr unangenehm erscheinen lassen. Du siehst also, Frequenzen, Frequenzbereiche sind ein sehr wichtiger Aspekt beim Abmischen. Es gibt allerdings auch Frequenzen, genauer gesagt sind das 6 Frequenzbereiche, die oft Probleme beim Abmischen machen, die oft Probleme in deiner Produktion machen.
Und diese 6 Frequenzbereiche solltest du unbedingt kennen, damit du diese Probleme beseitigen kannst. Diese lernst du in meinem PDF 6 Problemfrequenzen. Da zeige ich dir genau diese Frequenzbereiche auf was du achten musst und wie du Probleme in diesen Bereichen beseitigen kannst. Das ist ein PDF, hat schon vielen Leuten weitergeholfen, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du es dir runterladen. Schauen wir uns jetzt nochmal den EQ im Einsatz auf Einzelspuren an. Legen wir mal los mit den Vocals hier. Ja, zunächst mal würde ich jetzt hier so ein bisschen was von diesem Low-End rausnehmen. Dann würde ich seiner Stimme, weil das so sehr sanft singt, auch gerne ein bisschen mehr Höhenanteil verleihen. Da haben wir gesagt, so ab 8K. Probieren wir das mal. Never be that mean, would never make you cry. Wir können jetzt auch, um ihn im Mix noch ein bisschen weiter nach vorne zu holen, im Präsenzbereich, also so zwischen 1 und 4K anheben. Could try and try, but I'm just not that guy. Guys finish first, they always run impacts of life. Anderes Beispiel, hören wir mal hier in das Piano rein. Ja, das Piano klingt allgemein schon ein kleines bisschen dünn. Ich würde es jetzt noch gerne ein kleines bisschen mehr vorne holen. Sein Klangcharakter hat es hier irgendwo in den Hochmitten. Also versuche ich mal so zwischen 1,5 kHz ein bisschen anzuheben. Versuchen wir jetzt gleichzeitig noch ein bisschen Wärme dem Piano dazuzugeben. Ich probiere mal so anzuheben um die 200, 250 Hertz, ob wir da noch was rausholen können. Nehmen wir als letztes Beispiel hier nochmal eine Kickdrum her. Du kannst auch durch krasse Veränderungen ein Instrument, deswegen nehme ich dieses Beispiel hier, ziemlich stark verändern in seiner Klangeigenschaft. Wenn wir uns die Bassdrum hier mal anhören, die klingt leider nicht besonders toll, die ist nicht so besonders toll aufgenommen worden. Hören wir mal rein, nur in die Drums. Das ist jetzt nicht so wirklich dolle. Ja? Wir haben keinen Bassbereich, wir haben keinen Höhenbereich, wir hören das Anschlagsgeräusch nicht. Und deswegen habe ich hier EQ-Einstellungen gemacht, die man normalerweise so nicht sieht. Und das sollte auch nicht so sein, weil eigentlich sollte ja die Aufnahme gut sein. Aber hier siehst du jetzt, was man rausholen kann durch krasse EQ-Veränderungen, wie du den Charakter von so einem Instrument komplett verändern kannst. Ich schalte den EQ mal zu, der ist hier auf die Bassdrum. Ja, ich habe hier im Mumpfbereich einiges rausgezogen. Ich habe hier den Anschlag gesucht, der nicht wirklich da war, und den extrem laut gezogen. Und natürlich haben komplett die Bässe von der Bassdrum gefehlt. Die habe ich auch sehr, sehr stark angehoben über den Shelving-Filter hier. Und wenn wir das jetzt nochmal im Gesamtschlagzeug-Mix anhören, dann wirst du den Unterschied extremst hören. Ich hoffe jetzt, ich konnte dir mit dieser kurzen Übersicht weiterhelfen. Das war jetzt wirklich sehr, sehr knackig erklärt. Schreib mir mal bitte in die Kommentare, ob dir solche Tutorials weiterhelfen, wo ich das Ganze sehr kurz, sehr komprimiert zusammengefasst erkläre und ob dir das hilft, ob du da überhaupt jetzt was verstanden hast. Das würde mir sehr weiterhelfen für weitere Videos. Ansonsten, falls du die Frequenzbereiche, falls du den Equalizer nochmal genauer erklärt haben möchtest, dann empfehle ich dir dieses Video. Da nehme ich mir mehr Zeit dafür und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!